Lightning Talks. Ich mache das zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Ich würde sagen, wir haben also 6 10-Minuten-Slots. Wir schauen jetzt einfach mal, wer was machen möchte. Wenn es mehr als 6 Leute sind, dann würde ich sagen, das längere Messer entscheidet oder ihr stimmt euch ab oder wie auch immer. Oder die Talks sind kürzer, man muss ja nicht die vollen 10 Minuten ausreizen. Vielleicht ist hier jemand auch nur 5 Minuten dran oder so. Aber ich mache da eine strenge 10-Minuten-Geschichte. Und ich würde sagen, damit wir pünktlich anfangen, wer möchte einen Talk halten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie lang? 8 bis 10. 10? Okay. Und 10 sind 30. 40. 6, okay, cool. Noch jemand Kurzes? So eine 5-Minuten-Ding? 5-Minuten-Ding? Dann kriegen wir, glaube ich, die 7 unter, die sich eben gerade gemeldet haben. Okay, dann würde ich sagen, weil du nämlich schnell machen willst, auf die Bühne mit dir. Und die Zeit läuft ab jetzt. Okay, sagst du einmal kurz deinen Namen? Ja, Knurps aus Potsdam vom dortigen Chaos-Treff und in sonst ganz vielen Bubbles unterwegs. Kann ich den Fudel gerade kurz runternehmen? Damit ja, also auf der Bühne hier. Vielleicht, dass das Mikrofon einfacher wird. Also, jo. Go gut, for it. Ich sehe meine Präsentation noch nicht. Bin ich schuld oder ist es der Beamer? Hast du dein Der ist dran, der Duplication ist auf irgendwie Duplication so. Eigentlich sollte, aber... Ah, sehr schön. Gut, Thema. Ich wurde oft gefragt, was Fab Access ist. Erst eine kleine Folie für die Augen, warum ich überhaupt den Talk hier halte. Wir sind dabei, die Version 0.3 zu veröffentlichen, und zwar quasi so die letzte Woche bis jetzt, vielleicht noch die nächste Woche. Jetzt wird jeden Tag Software veröffentlicht. Warum erzähle ich darüber? Weil das so die erste Public Alpha Version von diesem Software Tool ist. Kommen wir zum Warum. Was ist Fab Access? Fab Access ist ein Maschinenzugangskontrollsystem für offene Werkstätten oder Fab Labs oder Makerspaces oder whatever, wo Maschinen stehen, die potenziell mit Strom gefährlich für Menschen sind, die keine Anweisung daran haben. Klingt völlig banal, eigentlich könnte ich schon wieder gehen, weil ein Besetzen, Maschine ist an, Maschine ist aus, ist jetzt nicht so schwierig. Jetzt kommen wir aber schon langsam dazu, warum ist es denn doch schwierig gewesen? Mit dieser offenen Werkstatt beschäftige ich mich seit 2016 und je länger man sich damit beschäftigt, desto dringender wird das Problem, dass da Maschinen stehen, die gefährlich sind. Und bei 2018 war es bei mir so weit, dass ich gesagt habe, ich brauche so ein Ding. Schauen wir mal bei GitHub und sonstigen Verdächtigen, ob es sowas schon gibt. Und ich habe festgestellt, eins gibt es, das war hier rechts, diese eins. Zeitgleich ist der Verband der offenen Werkstätten auf die Idee gekommen, man müsste sowas mal entwickeln, das ist die linke eins. Ein Jahr ging ins Land, ich habe auf eine, hier ist ein bisschen kurz, Fabuni geschrieben, das ist die Fabuniverse-Konferenz. Im nächsten Jahr die Leute gefragt, Mensch, wie viele Leute arbeiten an solchen Systemen? 8 Leute melden sich. Und ich frage die nächste Frage, und wer hat es Open Source und veröffentlicht und fertig? 8 Hände gehen runter. Daraus ist so ein bisschen der Auftrag entstanden aus der Community, kümmere dich mal darum. Auf dem Kongress 2019 haben wir uns dann zusammengesetzt, haben ein bisschen Projekte gesammelt und wir waren bei 14 Projekten. Wer den Werdegang dieser Projekte mal angucken will, da ist ein Link, da haben wir alles schön protokolliert und zusammengefasst. Aber sonst schaffe ich es in 10 Minuten nicht. Dann wollen wir durch. Also dieses XKCD hat mich in der Zeit wirklich verfolgt. Wir wollten nicht das 15. entwickeln, das dann wieder nicht funktioniert, sondern was haben wir gemacht? Wir haben angefangen und mit den Leuten, die an den 14 vor uns geschrieben haben, die wir recherchiert hatten, einfach mal telefoniert, gemailt, in Telegram-Chats uns zusammengehockt, in Videokonferenzen, die damals ja durchaus schon üblich waren,
zusammen telefoniert und gequatscht. Und dabei sind wirklich herzzerreißende Szenen gewesen. Also Leute haben so quasi festgestellt, okay, wir schmeißen lieber dreimal zwei Mannjahre weg, als das Ding fortzuführen, was wir angefangen haben, und schließen uns lieber euch an. Und dann ging jetzt so ein Prozess los seit 2019, also es sind inzwischen schon grob 3 Jahre, plus minus ein bisschen, mit viel Arbeit, aber gemeinsamer Arbeit. Also nicht mehr lauter Einzelne fangen an. Ich meine, hier, das Problem war immer, dass das tatsächlich so literally 2 Leute waren, die versucht haben, am Ende doch recht komplexes Projekt durchzuziehen. Dadurch, dass wir jetzt mehrere Leute zusammengesammelt haben, haben wir eine gewisse kritische Masse erreicht, dass wir mehr als 2 sind, die geschuftet haben, und wir sind jetzt nach 3 Jahren immer noch im Alpha und jetzt the first public Alpha Release. Ein bisschen genauer, weil 10 Minuten sind ja doch ein Haufen Zeit. Was haben wir erreicht? Wir können Maschinen ein- und ausschalten. Wir haben überall so ein bisschen Krypto dran, dass man sich nicht mehr komplette Löcher in sein Netzwerk schießt, wenn man das Ding das erste Mal installiert. Wir haben eine Handy-App in den App-Stores. Seit so 2-3 Monaten haben wir NFC-Karten, die funktionieren müssen. Wir haben es noch nicht getestet, aber eigentlich sollten sie in der 03 funktionieren. Der Server läuft relativ stabil. Warum, kommen wir später noch dazu. Und man kann das Ganze installieren bei Metal. Klar, logisch, es gibt einen Docker-Container, der soweit funktioniert. Und Ansible, ja, wir müssten es auch mal tun. Jetzt bin ich etwas älteres Semester. Ja, SSL ist TLS seit ein paar Jahren. Und da unten, man merkt es auch am Alter, da ist der Kollektivkonjunktiv. Wir müssten mal. So sieht das ganze Ding aus. Wenn ich es auf dem Handy habe, ich kann hier rechts quasi auf den Pfeil klicken, kann mir meinen 3D-Drucker einschalten und ausschalten, vorausgesetzt, ich habe eine Anweisung da drauf und darf den bedienen und bin in der Software freigeschaltet. Jetzt noch ein bisschen Technisches. Ich glaube, in die App will ich gar nicht so weit rein. Wie viel haben wir noch? Noch 4 Minuten. Okay, gut, danke. Brauche ich nicht. Im Backend ist Rust, weil wir einen Entwickler haben, der das wirklich fließend spricht. Hurra! Wer in der API ist, Captain Proto unterwegs als Referenzclient, auch wieder entwicklerbedingt, was der spricht, ist C-Sharp und Xamarin, das wirklich relativ plattformübergreifend funktioniert. Also wir haben eine iOS-App, eine Android-App, geht auf Windows und allen möglichen Endgeräten, inklusive, ich glaube, wenn man es ordentlich übersetzt, auf Linux mit Qt. Aber lügt mich, nee, lasst mich lügen, das weiß derjenige, der schreibt, viel besser. Was in dieser 03 funktioniert, so auch, nachdem man es installiert hat, sind Desfire EV2-Karten. Da gibt es auch ein Stückchen Open Hardware, einen Fab Reader, den aus Bocholt der Joris uns contributed hat. Wie gesagt, wir sind gerade am Testen, aber es sollte. Ja, Shelly Plug funktioniert auch. Und man kann das so relativ flockig auf einen Raspberry Pi, einen LXC-Container oder Proxmox installieren und läuft. Hier so grob die Versionen, die wir schon haben und die noch kommen werden. Es kommt eine 04. Die Namen kommen immer so ein bisschen nach öffentlichen Fails. Dinger ab Stuttgart ist so der nächste, der kommt. Jetzt haben wir, glaube ich, Spaggles of Berlin. Fragt mich danach, was es womit es zu tun hat. Da werden wir mehr abstrahieren, wir werden OpenID Connect implementieren und so ein bisschen komplexere Maschinenzustände ermöglichen. Das heißt, Lötofen geht bitte nur an, wenn die Kühlung auch an ist, die dafür sorgt, dass du nicht gleich in Flammen aufgehst. Oder Licht geht aus, wenn der letzte aus dem Raum raus ist. Version 1 ist dann nochmal Föderation. Föderation ist so ein Ding, was man technisch lösen kann, aber wo noch ganz viel gesellschaftlich notwendig ist, um es dann auch in den Griff zu kriegen. Da, also die Technik werden wir in der Version 1 haben, aber da muss die Gesellschaft und die Juristerei noch Dinge lösen. FabCityOS ist ein Ding, was uns gerade schwer beschäftigt. Und die 1 ist dann natürlich auch sehr stabil und blinkt und glitzert. So, ich gebe ein bisschen Gas. Hardware wird kommen. Gebt uns Ideen. Wir sind da relativ offen. Das sind so die Leute, die dabei sind im Moment. Da unten diese 65 Leute, sporadisch asynchron, sind relativ wichtig. Die versorgen uns nämlich mit Ideen und mit Hinweisen und mit Issues. Und hier müsst ihr noch, und das brauchen wir. Was nicht drin ist, ist dann unten so ein bisschen abgeschnitten. Das schadet überhaupt nichts. Niemand macht Blockchain in dem Projekt. Jetzt habe ich es doch gesagt, Entschuldigung.
So, das sind die Organisationen, die so ein bisschen dahinter stehen und uns teilweise auch mit Geld bewerfen. Und wenn man genauer reingucken will, dann habe ich jetzt die letzte Folie, da kann man in das Projekt reingucken. Das ist tatsächlich seit der ersten Zeile Open Source und Community Projekt. Und ja, ich glaube, dann bin ich durch. Cool. So. Sehr geil. Cool. Als ehemaliger Vorstand vom FabLab Karlsruhe kann ich sagen, hey, geil. Ja. gut, next. Hurry up. Go. Tja, das Passwort ist Passwort, oder? Können wir das in den Beamer einstecken? Die Feststelltaste. Ich bin natürlich aufgeregt ohne Ende, aber alles klar, dann shoot. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, wenn es sein muss. Also mein Name ist Martin Wochinger und ich bin 43 Jahre alt und ich bin Softwareentwickler. Das Thema ist Corona. Schnelltests und ich finde die Schnelltests so digital teilweise. Also zu digital bedeutet für mich, dass man nicht die Digitalität erzwingen muss. Es geht auch ohne. Normalerweise ist es eine medizinische Sache, die sagt, hast du einen Test gemacht oder wie geht's dir? Und du musst dann halt ein Ergebnis haben. Und das war für mich eigentlich immer ein Papier oder ein Ausweis, WHO-Impfausweis zum Beispiel. Aber man hat sich hier krampfhaft verstrickt. Eins digital. Die Tests. Ich kann das erklären. Ich will sagen, wir machen einfach viele und das wird ja auch lukrativ bezahlt. Können auch einfach keine machen, also dann landest du halt im Knast. Ich drück mal Next. Ja, Tübingen hat eine ganz gute Sache gemacht. Die haben damals die Möglichkeit offeriert, wo man nirgends hingehen konnte, aber trotzdem irgendwo hingehen konnte. Aber in Tübingen einfach. Ja. Das ist das Ticket. Und wenn man es genau ansieht, ist es eigentlich eine ganz gute Idee. Steht mein Name drauf. Aber eine wichtige Sache. Mein Testergebnis, das steht nirgends. Seht ihr das? Wo steht, ob ich jetzt positiv oder negativ getestet bin? Ja, Böblingen macht's nach. Dann machen wir gleich ein Bändchen. Ich finde es ja nicht so toll. Ich habe beim VK gearbeitet, in Sindelfingen. Das war eine Härte. Also, da kannst du nicht jedem Bändchen rummachen. Die Leute, die popeln dann da rum und drehen dann da durch, wenn du das machst. Egal. Also, mir geht's ja selber so und das ist mein Test. Sieht man nicht. Selbes Ergebnis. Selbe Nummer. Ich habe einfach die Zeit zurückgedreht. Und ich war in der Zeitung. Und nichts hat sich geändert seither. Nichts. Ich habe eine App geschrieben, weil man hat gesagt, schreib eine App, sonst kommt es nicht cool. Oh, Apps, ja. Ich habe mal eine App geschrieben für mein Motorsteuergerät und dann die zweite App da. Xamarin sei Dank. Das ist ja ganz cool. Also wir suchen hier Codes. Ihr dürft nicht HTTPS nehmen, wenn ihr die Zeit zurückdreht, weil das TLS, oder wie es heißt, tut nicht so gut. Ja. Kann man finden. Also das mit dem Drehen, das mache ich jetzt nur, weil die Activity dann
gescheit startet. Das ist irgendwie ein Bug im Xamarin. Aber ich habe mir nicht so viel Zeit genommen für diese Lösungsfindung. 4 Tage waren das. Ja, ich habe übrigens auch nie, und das ist auch mein, der QQF, das ist mein eigener Code. Ja, ist das schon vorbei, das Video? Dann starte ich die nächste Folie. Ja, hier, das ist auf Amazon AWS, oder wie sagt man das? Bisschen Fallback, 1, 2, 3. Magische Nummern. Und dieses AA, BB, CC, das ist nur Geplänkel. Also ich weiß nicht, was das damit auf sich hat. Aber ich würde auf jeden definitiv nichts draufgeben. So sieht das JSON aus. JSON ist diese String-Version von Daten, die sparsam übertragen werden können. Wie auch immer. Das ist übrigens auch mein Test. Ja, hier die Zeit. Schau mal, if PCR 72 und sonst invalid. Wenn du positiv bist, dann erfährst du es halt nicht, wenn es länger her ist als gültig. Ihr könnt es euch ja dann nachher angucken. Ich finde es auf jeden Fall schräg. Ja, mein Metier ist eigentlich C-Sharp und .NET, weil ich das über alles liebe und eigentlich ist das eine sehr präzise Ausdrucksweise, die mag ich einfach. Ich habe den Range gescannt und hier ist die Geschichte, dass man hier mal Streumunition losschießt, 5-3, drüber hinaus, ihr seid ja selber habil im Programmieren. Kleine Statistik, 10 Schläge Code, Base36. Es ist eine Geschichte, die man hätte besser machen können, aber die leider verunglückt ist, warum auch immer. Ich bin nicht der Ankläger, ich will nur sagen, was daraus geworden ist. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Deutschen, wenn sie sich testen lassen, jeden Tag, 5 Jahre am Stück, dann machen sie nur 0,0041 von diesen ganzen Codes. Aber deswegen bin ich auch der Meinung, wir müssen einen Code nach dem anderen machen. Digital und dann falsch. Jetzt kommt der Christoph. Wir kriegen jetzt hier einen USB-Stick rein. Nase. Okay, jetzt. Schmeiß mich mal da raus. Komm mal her. Wir kennen uns erst seit einer Woche. Nein. Gut. Ja, ja, das schaffen wir schon. Also ich muss aus dem Präsentationsmodus raus. Und dein PDF ist hier? Jetzt, das ist im Stick. Mach den auf. Welcher? Den PDF da, den da. Okay, jetzt. Aber du musst es noch darauf. Mach den groß. Wie geht das? Vollwitz, ja, gut, danke, jetzt habe ich. Aber die sehen das nicht. Doch, seht ihr das? Jetzt, ah. Okay, ja. Also, den habe ich getroffen beim FabLab Tübingen. Den Martin. Und dann habe ich halt, der hat mir halt die Daten gegeben. Das ist also 700.000 Daten mal 7 Datensätze. So sieht er aus, der Datensatz. Diese Codes, die grünen, die ändern sich, die anderen nicht. Und die Codes sind also so verteilt zwischen Juni letztes Jahr bis jetzt gerade. Und man sieht halt horizontale Linien. Das heißt also, das gab halt immer diese Codes in dieser Doktorbox. Und das ist also nicht sonderlich groß verteilt.
Und wenn man sich das alles anguckt, also analysiert, die folgen meistens aufeinander, deswegen konnte der Martin die einfach so erraten. Und interessant ist dann eben, also wenn man jetzt hier zurückgeht, es gibt halt die Registrierungszeit, die Auswertungszeit und der Zeitraum dazwischen ist, wie lange die Auswertung dauert. Und eigentlich, es gab 15-Minuten-Tests, es gab 10-Minuten-Tests und es gibt dann auch irgendwie 3-Minuten-Tests, aber also irgendwie ab Mitte Dezember ist die Testzeit dann so gegen Null gegangen, da ist also irgendwas Komisches passiert. Also wenn man jetzt Histogramme aufträgt, also man sieht 10-Minuten-Tests, man sieht 15-Minuten-Tests, dann sieht man unten noch irgendwas, was irgendwie nicht erklärbar ist. Und also wenn man das jetzt so anschaut, also wie das normalerweise aussehen sollte bei Tests, ist halt 15 Minuten sieht man als horizontale Linie deutlich, 10 Minuten sieht man als horizontale Linie deutlich, man sieht da auch nur 3 Minuten als horizontale Linie deutlich, das sind jetzt also Testzentren, bei denen alles glatt gelaufen ist und hier ist jetzt ein Testzentrum, ich glaube, das hat Martin so aufgeregt, deswegen hat er die Daten produziert, wo man halt 15 Minuten Daten hat und dann plötzlich ab Mitte Dezember geht die Auswertezeit gegen Null. Und die Frage ist eben, was ist da jetzt eigentlich passiert? Ist da das Auswerteprotokoll geändert worden oder ist das einfach Nachlässigkeit? Und das ist das Ergebnis, was jetzt da rauskommt bei dieser Auswertung. Ich glaube, damit ist die Zeit rum. Cooler Vortrag, cooles Thema. Vielleicht nachher irgendwie draußen nach den Lightning Talks. So, wer ist next? Applaus, ja, Applaus für die beiden. Ist das euer? Ja, ihr beiden. Oder du einer. Kommt's klar? Mhm. Alles klar. Jo. Maske brauchst du nicht. Wie willst du mir erzählen, was du machst? Ja. Ist das? Ah, jetzt. Genau. Also ich kann ja kurz anfangen. Ich habe, falls ihr es schon gesehen habt, auf der Pixelwand draußen ein kleines Projekt am Laufen. Und zwar nennt sich das GPN Amazing. Das ist einfach ein Labyrinth. Ich starte mal kurz einen Bot, damit ihr was zum Gucken habt. Oder ein paar. Huch. Genau. Das ist jetzt das Projekt. Also es wird ein Labyrinth generiert von einer dynamischen Größe und also keiner sieht die ganze Karte, sondern nur die Wände von der Position, die er bereits betreten hat. Also diese grafische Oberfläche, die sieht nur der Beamer sozusagen oder die Pixelwand. Die User selber müssen quasi dann Algorithmen schreiben, wie sie die Karte aufdecken wollen und genau dann könnt ihr euch quasi draußen betteln und einen Bot schreiben. Genau, und oben rechts sieht man quasi die IP, worüber man dann eben auch auf die GitHub-Seite kommt. Die zeige ich auch mal. Ich habe noch keine saubere README, wo ich zeige, wie man den Server startet und sowas. Das kommt noch. Aber das Wichtige ist das Protokoll. Das habe ich schon dokumentiert und da kann man sich quasi anschauen, wie muss man sozusagen die Daten verpacken, um mit dem Server sprechen zu können. Das ist halt wichtig, wenn ihr quasi einen Bot schreiben wollt. Da könnt ihr euch jedes Paket angucken. Es gibt halt eine Message of the Day, dass ihr einfach ein paar Infos kriegt, was jetzt relevant ist. Dann gibt es ein Join-Paket, wo ihr sagen könnt, was für ein Username und Passwort wollt ihr. Das ist einfach nur, dass nicht jemand einfach euren Usernamen klauen kann oder so, wenn er selber einen Bot startet. Deswegen könnt ihr da einfach ein Passwort vergeben. Ist jetzt nicht verschlüsselt oder so in der Datenbank, also nutzt da keine Passwörter, die ihr irgendwo anders verwendet. Es gibt ein Error-Paket, wenn irgendwie Fehler passieren, damit ihr wisst, was da falsch lief. Das ist ein neues Paket, das Game-Paket. Da steht die Größe und Breite der Map und die Position des Ziels, damit ihr quasi, wenn jetzt ein neues Feature reinkommt, wo das Ziel
irgendwo in der Karte ist, was halt, also aktuell ist das Ziel immer am Rand irgendwo und deswegen wisst ihr die Größe aktuell, aber in Zukunft wird es halt nicht mehr möglich sein, darüber an die Größe zu kommen, deswegen habe ich dieses Game-Paket gebaut, wo ihr dann an die Größe kommt, damit ihr eben Bereiche abtrennen könnt. Genau, das Position-Paket bekommt ihr, wenn ihr eine Bewegung macht, da steht eben die neue Position und dann eben Informationen über die Wände um euch herum, damit ihr wisst, wo ihr langlaufen könnt, beziehungsweise eben euer Bot. Es gibt das Move-Paket, das müsst ihr zum Server schicken, wo ihr sagt, wohin wollt ihr laufen, links hoch, rechts runter. Ist eigentlich ganz simpel, also Move und dann halt up, right, down, left. Es gibt ein Chat-Paket, falls ihr die Bug-Nachrichten eben anzeigen wollt. Das ist dann quasi so eine kleine, wie so eine Sprechblase bei eurem Spieler, die ihr dann seht. Das Win-Paket bekommt ihr, wenn ihr gewonnen habt, und das Lose-Paket, wenn ihr verloren habt. Das ist eigentlich grob das Protokoll. So sieht es dann aus. Ich habe noch zum Spaß eingebaut, dass im Hintergrund quasi im Background aufgedeckt wird. Da werden immer Diskette does not exist, also das ist so eine URL, wo ihr euch eine AI-generierte Katze holen könnt. Das wird genutzt eben, um das Background zu generieren. Und genau, es wird dann halt aufgedeckt und der rote Punkt markiert das Ziel und der grüne Punkt unten links den Start. Und dann geht es eben darum, sich zu battlen. Genau. Das sind jetzt einfach ein paar Bots. Ein anderer GPN-Teilnehmer hat auch noch eine Elo eingebaut. Das wird quasi hochgezählt, wenn andere mit euch in einem Match sind und ihr habt gewonnen, dann wird eure Elo hochgezählt und die fremde Elo eben runter, einfach nur um zu zeigen, wie gut ihr wie gut ihr gegen andere performt sozusagen. Wenn ihr der Einzige in einem Raum seid, dann wird diese Elo nicht hochgezählt, weil da besteht ja dann keine Competition in dem Moment. Die Win Ratio, die wird auch für den Graphen hier unten verwendet, der aktuell noch nicht so geil ist. Die Win Ratio sagt einfach, wie oft habt ihr verloren, wie oft habt ihr gewonnen. Also sowas wie eine KD-Ratio in Counter-Strike oder so. Und hier unten beim Graphen, wie gesagt, den muss ich noch ein bisschen fixen, der ist ein bisschen kacke. Der zeigt aktuell nur die letzten 20 Matches von euch selber sozusagen, aber nicht die letzten 20 Matches absolut. Das heißt, wenn ihr eben nicht gejoint seid, dann hängt euer Graph einfach nur fest und das sieht halt ein bisschen komisch aus. Das behebe ich aber noch, damit er ein bisschen mehr Aussagekraft hat. Genau, und dann wolltest du noch über deinen Bot ein bisschen, glaube ich, quatschen. Ja, genau. Ich fand das sehr faszinierend, habe das gestern eben gesehen und dann haben wir uns zu zweit, also mit einem Kumpel, noch zusammengehockt mal und mal ein bisschen klein dafür gehackt. Und ich wollte eigentlich auch gerne das zeigen, aber ich habe jetzt keinen Adapter für mein Mini-Displayport, aber deswegen, ich habe hier mal einen Screenshot, wie das dann quasi bei mir dann ausschaut. Oh ja, gut, dann halt so. So kann man das vielleicht auch Fullscreen machen mit F11 oder F11. Ja, genau, also was man hier jetzt sieht quasi, ist es quasi einfach nur ein Screenshot. Links ist quasi der Output von meinem Programm und rechts ist der Output eben von dem System. Man sieht hier rechts auch so Best Operator from Hell Chat-Nachrichten, weil ihr habt es vielleicht gesehen im Protokoll, man kann da Chat-Nachrichten rüberschicken. Und ich fand es halt ganz interessant, ich bin dann angegangen mit Python und habe quasi dieses Python Async.io verwendet, weil was ich hier mache, ich cheate hier ein bisschen. Ich habe nämlich 5 Bots, die kooperieren. Also alle 5 Bots verbinden sich und teilen dann ihre Informationen über die Karte miteinander und können damit natürlich gerade bei komplizierten Karten, wo man viel, viel explorieren muss, dann eben viel Zeit sparen. Und da benutze ich eben Python Async.io, weil da hat man die Möglichkeit eben nebenläufig Netzwerkaktivitäten zu erledigen und gleichzeitig in einem Thread zu bleiben. Das heißt, ich habe hier kein Locking und so weiter. Die schreiben alle in die gleiche Datenstruktur und können aber trotzdem unabhängig voneinander eben sich bewegen. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Um dieses Protokoll zu parsen, habe ich einfach regex geschrieben für die einzelnen Nachrichten. Das heißt, ich habe dann auch eine Validierung. Und wenn ich quasi aus den regex-Gruppen dann die Informationen rausbekomme, zum Beispiel in diesem Position-Paket bekomme ich eine XY und die Wände, dann kann ich die quasi direkt weiterverarbeiten und muss mir keine Sorgen machen. Das fand ich eigentlich ganz nett. Und dann gab es eben so algorithmische Spielereien, wie zum Beispiel, dass ich
wie man es vielleicht links ein bisschen sieht, es gibt hier so dicke Wände und halb so dicke Wände. Halb so dicke Wände sind keine echten Wände, sondern das sind Wände, die ich eingebaut habe, dass man quasi nicht mehr in diese Richtung laufen kann, weil ich da schon weiß, dass es sich nicht lohnt, dahin zu gehen. Das sind dann noch so Verfeinerungen oder zum Beispiel diese Blöcke, die hier oben links ausgefüllt sind. Da weiß ich einfach, wenn man in die Area reinkommt, wird man nie mehr zum Ziel kommen können, weil die schon abgeschnitten ist. So kann man dann eben Zeit sparen und wenn man eben so viele verschiedene Bots hat, die die Karte gleichzeitig aufdecken, dann eben erst recht noch mehr. Genau. Das fand ich einfach spannend und ich glaube, wir haben ja eigentlich noch ein bisschen Zeit, ne? 2 Minuten, ja. Ich kann auch ein bisschen Code noch zeigen. Also die Animation wäre natürlich lustiger, aber wie gesagt, die haben wir leider nicht. Also das ist... Oh, was ist jetzt hier passiert? F11. F11, ja, danke. Ja? Der lädt es runter. Der lädt es runter, ja. Und wo ist es jetzt? Ich gehe mal oben rechts aufs Handler-Menü und dann Downloads. Dann kann ich gleich mal so gucken, was du sonst so runtergeladen hast. Genau, und kann ich jetzt hier auch das öffnen? Ja, tippen auf den Ordner. Python, Ja, ist das okay? Ja. Genau, okay, also in einer Minute kann man den Code ja sicherlich gut verstehen, ne? Also hier, man sieht, das ist eigentlich alles ganz easy und einfach, la la la. Ich hoffe, ihr schreibt alle mit. Und damit wären wir dann, wir haben noch ein bisschen Zeit. Genau, also hier ist zum Beispiel die Methode für die Dragons, das ist genau dieses spezielle Ding, dass ich quasi wissen will, welche Bereiche, also im großflächig Bereiche in dem Spielfeld kann ich gar nicht mehr erreichen. Da mache ich eben genau diesen Trick, dass ich mir so eine extra Struktur anlege und dann quasi hier, ihr seht es, von dem Zielpunkt aus dann eben durchs ganze Feld einen Flatfill mache und dann quasi alle Punkte, die erreichbar sind, die ich aber noch nicht beobachtet habe, also wo ich noch keine Informationen darüber habe, die werden dann quasi befüllt. Und wenn ich das erledigt habe, dann kann ich hier nochmal durch alle Felder in der Map gehen und dann habe ich die entweder schon beobachtet oder befüllt und wenn nicht, dann mache ich da eben diese Wände rein. Ja, das ist eben dieser Trick. Genau, also es sind so Spielereien. Werde ich auch veröffentlichen, falls jemand interessiert. Aber ihr werdet sicherlich bessere Bots schreiben. Danke. Cool, danke. Who's next? Ihr wart 10 Sekunden vor der Zeit fertig. Voll gut. Dann müssen wir mal hier drin gucken. Wir müssen jetzt so ein bisschen Archäologie machen. Es gibt ja so einen 15-poligen Dreirägen für Besteckverbinder. Ich weiß nicht, wie der heißt. So irgendwie so ein Blechkragen drumherum, irgendwie so Pins und irgendwie. Ich dachte VGA. Brauchst du. Gut. Gut, go for it. Moin, ich bin der Jannis, ich komme aus Hamburg und das hier ist mein erstes Chaos-Event und auch so mein erster Vortrag dieser Art. Ja, und zwar habe ich als Laptop, als Daily Driver ein ThinkPad X230. Das, was ich hier gerade benutze. Und da habe ich über die Jahre die Hardware mal so ein bisschen geupgradet und einer dieser Mods, die ich da gemacht habe, möchte ich euch heute mal zeigen. Also wie ich das so umgesetzt habe und was man da beachten muss, wenn man das nachmachen möchte. Genau, und zwar geht es darum, dass ich das Display ausgetauscht habe gegen ein 1440p Display. Genau, die Infos, also es geht auch fürs X220. Die Infos habe ich aus einem Foren-Thread, den habe ich da mal verlinkt. Muss man sich da so ein bisschen mühsam zusammenklauben.
Ja, es ist ein bisschen aufwendig. Man braucht dazu ein, ja, so ein Board, was man sich dann auf sein Mainboard auflötet. Und eben das Display. Da habe ich mal verlinkt, wo man das herbekommen könnte. Das ist ein bisschen schwierig. Da, wo ich es früher gekauft hatte, ist es nicht mehr verfügbar. Also wer da Tipps hat, wäre ich dankbar, wenn da irgendwie jemand weiß, wie man irgendwie so von Taobao oder so über irgendwelche Agents da so Dinge bekommt. Ja, also wenn man halt so nach X220, X230, das ist jetzt so Machine Translated, so DIY, Upgrade, Retrofit, Highscore Screen, 2K Kit Adapter Board sucht, findet man halt diese Boards, die, wovon ich auch eins gleich zeigen werde, und eben ja, dieses Sharp 12,5 Zoll Display. Genau, so sieht dann das Kit aus, was man da bekommt. Da gibt es dann auch noch ein kleines Breakout-Board, was man sich statt des Express-Card-Slots installieren kann, um dann noch eine M-SATA-SSD mit einzubauen, die dann tatsächlich mit SATA 3 angebunden ist, statt SATA 2, wie es normalerweise im ThinkPad X230 ist. Ja, aber primär geht es natürlich um dieses Adapterboard, und was man hier sieht, ist die Anleitung, wie man das zu löten hat. Die fliegt irgendwo auf so einem Imgur rum, und ja, hier bin ich dann dabei, gerade das auf mein Mainboard zu löten. Das wird dann auf die Rückseite des Docking Station Connectors gelötet und biegt quasi ein DisplayPort von der Docking Station um auf ein Embedded DisplayPort. Genau. Hier ist es dann fertig angelötet, und hier nochmal mit ein bisschen Isoliertape drauf, damit es dann auch professionell aussieht. ja, das zu diesem Board. Das Display, ja, wie gesagt, 1440p. 340 Nits und 72% NTSC Farbraum Coverage. Also wenn man das vergleicht mit dem IPS-Panel, was von Lenovo damals ja, mitgeschippt wurde, ist das dann schon deutlich besser. Wichtig da, wenn man das nachmachen möchte, ist darauf zu achten, dass man sich das Display kauft mit diesen Schraublöchern da an der Seite. Das gibt es auch ohne, dann muss man es halt irgendwie reinkleben. Und so ist es halt einfach ein Drop-in-Replacement, also naja, fast. Man hat unten noch dieses Control-Board für das Display. Das ist ein bisschen breiter, das PCB, als im Originalen. Also auch einmal aus der Shell so ein paar Sachen rausbrechen, damit es dann auch passt. Das ist allerdings nicht so schlimm, da klippt sich nur das Display unten rein, aber dann sind da eben noch zwei Clips ganz außen, wo es dann noch drin hält, und unten. Also es ist in Ordnung, aber was dann wirklich ein bisschen schmerzhaft ist, ist, dass man dann noch mit einem Dremel an das PCB muss. Hat bei mir dann immer noch funktioniert, also nichts Wichtiges getroffen. Ja. Und für diese ganze Arbeit wird man dann belohnt damit, dass dann erstmal nichts mehr so richtig funktioniert. Da gibt es so ein paar Problemchen, für die ich jetzt die Workarounds nochmal ja, zeige. Und zwar hat man so ein Ghost LVDS-Display, also das alte Display, was da drin war, dann noch im System drin. Und ja, um das rauszubekommen, kann man sich Core Boot flashen, was aber auch ein Unterfangen ist auf dem Laptop. Allerdings muss man da auch noch einen bestimmten Patch flashen, wo jemand halt ja, den LVDS-Connector rausgeschmissen hat, sodass der dann nicht mehr im System auftaucht. Muss man dann mit GCC 8 compilen. Und außerdem ist dann die Docking Station auch inkompatibel. Da gibt es dann allerdings einen Fix, und zwar einfach die DisplayPort-Lanes abkleben. Also von einem DisplayPort, man hat dann immer noch einen. Das zweite Display muss man dann über VGA oder so anschließen.
Ja, das dritte Problem ist dann auch, dass das Backlight-Control nicht mehr funktioniert. Da hat sich der Designer dieses Boards aber was überlegt. Man kann zum einen auf den Power-Button drücken und cycelt dann so durch die Brightness-Steps. Das wird aber sehr schnell sehr anstrengend, wenn man dann abzählen muss, um auf die höchste Brightness zu stellen und so. Ja, der zweite Weg ist, wie man das machen kann. Auf dem Board ist auch noch so ein Chip drauf, der sich anscheinend über USB verbindet und dann ist da so ein USB Human Interface Device im System. Da ist die Vendor ID und die Product ID und dann habe ich da nochmal, also mit USB kenne ich mich jetzt nicht so aus, ich habe da so ein bisschen mir den Kopf zerbrochen beim Spec lesen und habe da im Internet die magischen Zahlen gefunden. Da muss man einmal bei dem Report oder was, was man da denn hinschickt zu diesem ja, Human Interface Device, einmal eine 6 als erstes Byte und als zweites Byte dann die gewünschte Brightness. Ja, und dann kann man auch die Brightness aus dem OS wieder steuern. Das kann man sich dann so umbauen, dass man da eben, wenn das System gebootet hat, auf so bestimmte Dateien schaut, ob die sich ändern. Da steht dann nämlich die Brightness drin. Und wenn sich da was ändert, kann man das Skript dann ausführen. Und dann funktionieren auch die Brightness-Hotkeys und auch das Brightness-Control im System wieder. Und wenn man das alles gemacht hat, dann kann man sehen, wenn man so auf die Resolution achtet, hat man im Lenovo ThinkPad X230 ein 4040p Display. Ja, also wer irgendwie Fragen dazu hat oder noch andere coole Mods, die man so mit ThinkPads machen kann, der kann mich ja gerne kontaktieren. Genau. Cool. Das sieht nicht nach HDMI auf der anderen Seite. Ja. Das sieht hübsch aus. Ja, okay. Go for it. Ja, machen wir mal so. Ja, hallo, ich bin Lasan aus Braunschweig. Der Moderator der gestrigen Lightning Talks hatte sich kurz darüber beklagt, dass Ubuntu den 32-Bit-Support eingestellt hat. Und da überlegte ich kurz, was für Geräte haben noch kein 64-Bit gehabt. Die sind dann wahrscheinlich irgendwie volljährig. Mir ist vor einiger Zeit so ein Gerät über den Weg gelaufen, das hätte das wahrscheinlich gebraucht. Ja, was ich eigentlich erzählen möchte, ich mache gerne was mit Computern und bei der Erwähnung gestern dann dachte ich mir, ich könnte was erzählen und habe kurz ein paar Folien zusammengeklickt. 2 Jahre zurück, da habe ich angefangen, was mit Pandemie zu machen. Da gab es ganz viele Probleme auf einmal und ein Problem war, auf einmal wurden alle Schülerinnen und Schüler von der Schule nach Hause geschickt. Macht jetzt mal bitte irgendwie Homeschooling, Distance Learning. Ihr kriegt eure Aufgaben per E-Mail oder wie auch immer und macht die dann am Rechner und schickt die dann zurück. Ist ein Problem, wenn es zu Hause keinen Rechner gibt. Das Problem hatte auch eine Braunschweiger Lehrerin und die hat ihren Mann gefragt, hast du nicht irgendwie einen Rechner? Der hatte keinen, hat irgendwie einen Freund gefragt, der hatte welche. Und die haben sich überlegt, dass gibt bestimmt noch ein paar mehr als diese 2 Schüler in der einen Klasse, die keinen haben. Und da haben die ein paar Leute gefragt, auch uns vom Hackerspace und Uni und ein paar Firmen und so. Und dann entstand so eine kleine Idee. Ich weiß nicht, ob da schon mal jemand was von gehört hat. Hey, alte Rechner für junge Leute. Nicht ganz so alt im Idealfall. Und genau, dann haben wir angefangen, irgendwie Rechner einzusammeln. Die Uni hatte so einen Raum frei, der gerade irgendwie so, ne, die Aula, war viel Platz, durfte man eh keine Veranstaltung machen, also waren wir da drin.
Und ja, wir haben ein paar Firmen gefragt, die hatten ein paar Rechner über ausgesondert und haben angefangen, da irgendwie mal mit Ubuntu drauf zu spielen. Und ein paar Firmen haben mehr Hardware gespendet, das wurde dann immer mehr. Und ja gut, wir haben die dann auch mit WLAN aufgerüstet. Nicht alle Helfer sind übermäßig, ja, Fachkräftemangel. Ja, manchmal war auch ein bisschen mehr. Wir haben jetzt einen Kompressor. ja gut, so sah das denn aus. Irgendwann hatten wir die Aula nicht mehr zur Verfügung, da mussten wir uns ein bisschen verkleinern. Jetzt machen wir keine Desktop-Rechner mehr, weil die brauchen echt viel Peripherie und Logistik. Wir machen jetzt hauptsächlich irgendwie Laptops. Und genau, das sieht dann so aus. Die werden in einen schönen Turmbeutel verpackt und gehen dann an irgendwelche Schulen, die irgendwie angefragt haben. Hier, wir haben da irgendwelche Schülerinnen und Schüler, die gerade kein Gerät haben. Das läuft jetzt ungefähr seit 2 Jahren. In Braunschweig haben wir irgendwie über 1800 Geräte verteilt und ein paar andere fanden die Idee auch gut. Hier waren wir irgendwie in der Schule in Berlin, scheint, als müsste man Berlin ein bisschen mehr unterstützen, haben da 120 Geräte direkt selber verteilt und ja. So sieht das aus, wenn eine Firma viele gleiche Geräte spendet, das ist dann sehr angenehm. Die gleichen Fehler, gleiche Probleme. Ja gut, da war jetzt ein BIOS-Passwort drauf, das kriegt man bei den Geräten resettet, bei anderen nicht. Das war mal so unser Lager an B-Ware und komische Probleme. Webcam ist auf dem Kopf und fährt nicht richtig runter, fährt oder startet sich nach dem Shutdown neu oder was weiß ich nicht, was alle Probleme dabei für jeden was zu haben, der rumspielen möchte. Und im Großen und Ganzen war es eine große Linux-Installationsparty. Ja, wir setzen da einfach auf Ubuntu, packen da ein bisschen mehr Software drauf, was man so in der Schule gebrauchen könnte, aber versuchen da nicht zu viel zu modifizieren, dass die Schülerinnen und Schüler sich auch selber helfen können, im Idealfall mit einer kleinen Suchmaschine. Genau, wenn ihr irgendwie Lust habt mitzumachen, es werden an diversen Standorten, es gibt nämlich ein paar mehr Standorte mittlerweile, das, die anderen fanden die Idee auch gut, das ist vielleicht nicht gerade aktuell, gibt ein paar neue, vielleicht sind ein paar weg. Die sammeln Rechner ein, machen die ein bisschen sauber, packen eine SSD rein, verteilen die an Schülerinnen und Schüler, die keinen haben. Genau. Bundesweit haben wir jetzt so knapp 10.000, 9.990 war jetzt gestern die Zahl verteilt. Dementsprechend, ja, wenn ihr Lust habt auf ein bisschen Technikgebastel, wenn ihr Fragen dazu habt, sagt Bescheid. Ich kann die Fragen vielleicht beantworten. Nice. Du läufst gerade schon sehr selbstbewusst nach vorne, das, dann bist du wohl dran, ja, das ist okay. Alles gut? Alles klar. Jetzt mal gucken. Unify Output. Ah, es funktioniert. Ich wollte kurz. Wie ging das? Control Shift P. Nee. Ein Moment. Ah, F5. Sehr gut. So, I would like to do the talk in English, if that's fine. So, I'm talking really, really shortly about a specification from the IEEE. So, don't be afraid of this long text or long name of the specification. So, it's basically time synchronization over Ethernet. So, what you probably know is NTP. Because you have an NTP server and your client is then synchronizing to, to the NTP server. But that is not accurate enough for real-time applications. So if you want to, for example, most what I'm doing with is audio-video bridging. So if you have audio-video data to transmit over Ethernet and want to present them accurately at a specific time, NTP is still is not accurate enough to deliver you accurate timestamps. So you want to establish a clock over several participants in a local network where all can refer to. This is not over
the internet or over external, it's really only small local networks because the hardware needs to support this feature. So the Ethernet port has its own clock in hardware, and every participant needs this clock in the hardware. So this is called PTP, Precision Time Protocol, and it's used for local domains, for example, at a concert or in a car infotainment, but can also be used in the industry for whatever precisely triggers some actuators or getting sensor values for in exact timestamps, such things you can do. And what I want to present is just the really, really basic how the clocks are synchronizing. So the clock synchronization, you have a master that is providing the clock and a slave that is consuming the clock. So, but Ethernet is not really deterministic, and therefore we have the clock in the Ethernet interface. So you're sending a synchronization message, then the master knows the timestamp when it has transmitted the message, but only after the message already has transmitted to so that the slave will know this time when the master transmitted the message. It will send a follow-up message where it gives the slave the timestamp of the transmission of the message. So then you have just easily two timestamps. So the master is sending at timestamp one, the slave is receiving at timestamp two. And what I'm coming in the next slide is you have the transmission time over the connection. So this is always a point-to-point connection in Ethernet. So it's not, the protocol is not over switches, not over hubs. It's really only one Ethernet port to another. And so what you then have the, you can calculate the time difference between the two clocks. You have just when you receive the time minus the transmission time is the clock on the master. So you receive the first timestamp from the master, and so the slave can then calculate with the transmission time easily when has the master sent, when did I receive, how much does this differentiate, and then I can just adjust my clock, so in absolute time. But if you want to, but always clocks also do drift in some kind. So one clock is a little bit faster, the other one is a little bit slower. So clocks in our world, clocks are never running at the exact same speed. What most of the time is used is GPS. GPS clocks can be, if you have two GPS receivers, they will have the same clock or same time. And this procedure is repeated over and over again, so you can also adjust the speed, because if you then have the first packet, you have the difference between the two clocks, and if it's in the next cycle exactly the same difference, you know at least, okay, they're running at the same speed. Now the last thing is, how do I calculate this transmission time, or how long it's on the Ethernet bus? Therefore, the slave is sending a peer delay request, so you're requesting to get the transmission time. Then you have the transmission timestamp. The slave knows, okay, I've transmitted this message at timestamp T1, or at time T1. The master knows that it received it at T2. And the slave wants to know this time T2. Therefore, the master is again has some time to whatever processing time and then sending a response. The response has then this time T2 in it. Then the slave also knows when it has transmitted the message and when it was received at the master. So if the clocks would run exactly the same at the same speed and at the same absolute time, you would have
exactly, if you would subtract two timestamps, you would exactly have the transmission time you have taken over this, over the link. But that is mostly not the case. So therefore, the master is then responding with the receive timestamp of the request. And the slave then has the timestamp T4 when it has received it. And again, it's like the same procedure with the synchronization message. We have also a follow-up that the slave knows when the response was sent. And then it's pretty easy to just calculate difference because you have the slave has its own clock and can calculate the difference, T4 minus T1. But then there's still the processing time at the master that can also be subtracted with just T3 minus T2. And then you have the time it has taken that the slave sent the message and received sent the request and got the response, but without the processing time. So it's twice the peer delay. And that is all to just synchronize two clocks in Ethernet. So are there any questions to it? Maybe I have not for the order. Do we have time? 50 seconds. 50 seconds. Then probably not. Yeah. So nerdy question. What's the principal difference between the 1905 publication on the electrodynamics of moving bodies? Because that was also about time synchronization. Honestly, I don't know what you mean. So if somebody wants to talk about this, you can just come to me. Yeah, I guess. I can do it in 10 minutes. Go. Man sieht Dinge auf dem Screen. Vielleicht ist es noch mehr. Ah, okay. Ja, aber noch mehr im Rock von Bürger. Could you hear it? Danish tongue twister. Ja, aber noch mehr. You can take off the mask if you like. Oh. Ja, ich habe gefragt, mit dem Bock vor Plugger. Geh. Geh. Plug. Plug. Plugger. Plugger. Fork. Fork. Fork Plugger. Fork Plugger. Fork Plugger. Fork Plugger. Book. Book. Book Fork Plugger. Brockfuckplugger. 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 N. 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 Brockfuckplugger. N. Brockfuckplugger. N. Brockfuckplugger. Mel. 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 Brockfuckplugger. Mel. Brockfuckplugger. Mel and Brock Fork Plugger. Fork. Fork Mel and Brock Fork Plugger. Fork Mel and Brock Fork Plugger. Fork Mel and Brock Fork Plugger. Plugger. Plugger Fork Mel and Brock Fork Plugger. Plugger Fork Mel and Brock Fork Plugger. Plugger Fork mit dem Bock Fork Plugger. Ja. Ja, Plugger Fork mit dem Bock Fork Plugger. Ja, Plugger Fork mit dem Bock Fork Plugger. Who wants to try? Ja.
Yeah, Poker Frog mit dem Frog Pork Frogger. Ja, ein Plogger Frog mit dem Brock Frog Plogger. Ja, ein Plogger Frog mit dem Brock Frog Plogger. Ja. I pluck fruit with a used fruit plucker. Okay. Time's up. Okay, habt Spaß, nehmt euer Zeugs mit, time's up. It was a great ending for today's session.